liebe Schüler und Schülerinnen, auch während der Ferien müsst ihr nicht auf eure sportlichen Übungen verzichten. Ich werde euch heute wieder drei vorstellen. Zunächst einmal eine Liegestütz-Variation, wobei ihr zwei solche Lappen auf die Erde legt, den Vorfuß draufsetzen und dann in die Liegestützposition gehen und die Beine dann rechts und links anziehen. 30 Sekunden lang. Zweite Variante ist, beide Beine unter die Brust ziehen. Auch 30 Sekunden. Und die dritte Variante wird sein, die Füße rechts und links neben die Hände zu setzen. 30 Sekunden lang. Zweite Übung, eine Rumpfübung, besonders für den Rückenstrecker. Ein Bein, mein rechtes Bein, bringe ich nach vorne, das andere ist gestreckt. Ich mache es ein bisschen gestreckt, damit es besser zu sehen ist. Arme an den Kopf. Und ich lege meinen gestreckten Oberkörper auf den Oberschenkel ab. Ist das zu schwierig, werden die Hände auf dem Rücken verschränkt. Ebenso auf der anderen Seite. Ein Bein anwinkeln. Haben wir das gestreckt. Oder die einfache Variante. Jede Seite 2x12. Zum Schluss noch eine dynamische Übung, den Echsengang. Und zwar bringe ich meine Hände wieder in diese Position und mache Schritte nach vorne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Diese Übung bitte 5-mal nach vorne, 5-mal nach hinten und dann davon 3 Serien. Ich wünsche euch einen guten Start in die Ferien. Bleibt gesund. Wir sehen uns am Mittwoch.